Namaste, ihr wundervollen Menschen. Ich grüße euch einmal mehr. Hallo, hallo, hallo an alle, die dabei sind. Ich heiße Diara und wir machen heute wieder gemeinsam ein bisschen Yoga. Falls jemand von euch live dabei ist, ihr könnt uns super gerne auch ein Feedback geben, was die Technik angeht, ob ihr mich gut hören könnt und so weiter. Die Musik kommt immer ein bisschen später. Und wir fangen heute an in der Haltung des Kindes, wie so oft in der Child's Pose. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr gesund und fit seid, dass ihr ein bisschen Vorerfahrung habt, dass ihr mit dem Wording einigermaßen zumindest vertraut seid. Schau mal, dass dein Kopf unten ist. Die Stirn ist abgelegt, auf deiner Matte die Knie so weit geöffnet, dass du bequem nach unten sinken kannst. Die Arme, ich habe die jetzt vorne, du kannst die aber auch gerne hinten haben. Nimm ein paar tiefe Ein- und Ausatemzüge und begrüß dich auf deiner Yogamatte. Versuch mal, alle Nebengeräusche auszublenden, um dich herum, Schritte, die Nachbarn, Straßenverkehr oder was auch immer da so sein mag. Ja, das interessiert dich jetzt erstmal nicht. Du bist ganz bei dir. Du atmest über die Nase ein und aus, fließend, gleichmäßig. Einatmen, schön langsam und ausatmen. Mit jeder Einatmung füllst du deine Lungen mit neuer Energie, Sauerstoff. Und mit jeder Ausatmung darfst du alles loslassen. Einatmen und aus. Ein paar Mal mehr, jeder für sich in seinem Rhythmus. Super. Und von hier, alle, die die Arme nicht vorne haben, streckt mal eure Arme alle nach vorne aus. Kommt einatmend in einen ersten Vierfüßler. Kippt euer Becken. Dann Katzenbuckel mit der Ausatmung. Einatmen, nochmal Becken kippen, Entenpopo machen. Und ausatmen, Katzenbuckel. Sehr schön. Jetzt darfst du dich nochmal so ein bisschen auf eine ganz unspezifische Art bewegen. Einfach irgendwie so, ja, Freestyle. Weil jeder Körper ist anders und jeder Mensch hat eine andere Art, sich zu bewegen und auch eine andere Art, jetzt hier anzukommen. Knete deinen Körper sozusagen einmal durch. Wie Brotteig. Ah, vielleicht knackt es auch irgendwo. Sehr schön. Und dann treffen wir uns in einem ersten herabschauenden Hund, bitte. So, vertretet euch eure Beine. Lauft auf der Stelle, ein Bein strecken, eins beugen und dann switchen. Fächert eure Hände auf. Setzt hier gerne bereits eure Intention, wenn ihr eine habt. Im Yoga nennen wir das auch Sankalpa, eine Absicht. Wie möchtest du heute an die Sache rangehen? Auf der Matte, neben der Matte. Und dann kommst du nach und nach in eine ruhige, feste Stellung. Das muss aber noch nicht jetzt sein. Lasst euch Zeit. Der erste Hund, ganz heilig. Jeder auf seine Art. Hier bitte ankommen und ausrichten. Die Finger weit gespreizt, die Füße parallel, kein V, kein X. Fersen wirklich gerade nebeneinander, ungefähr eine Fußlänge weit. Zieh den Bauchnabel sanft nach innen, zieh die Achseln nach oben, in den Körper reinsaugen. Und dann heb einmal dein rechtes Bein. Wenn du möchtest, kannst du dein Becken direkt schon mal weit öffnen, musst du aber noch nicht, vielleicht ist das noch ein bisschen zu früh. Und einen großen Schritt nach vorne in deinen Lunge. Setz dein hinteres Knie ab,
Richte dich einmal auf, Anjaneya Asana, tief in dieses Becken hineinsinken. Und in einen umgekehrten Sprinter atmen wir aus und gehen ganz tief. Super, komm nochmal nach vorne, Anjaneya. Tief in dieses Becken, die Arme weit nach oben über den Kopf und ausatmen, umgekehrter Sprinter. Half Hanuman Asana. Das rechte Bein ist lang, ganz ausgestreckt. Einmal mehr, alle guten Dinge sind drei, komm in deinen Low Lunge, Anjaneya Asana, streck die Arme weit über den Kopf. Ganz tief möchtest du hier in dieses Becken hineinsinken. Super. Und mit der Ausatmung herabschauender Hund bitte. Bleib hier für einatmen, ausatmen eins, locker deine Gesichtszüge einatmen, ausatmen zwei. Einatmen, Unterkiefer ist entspannt, ausatmen drei, zweimal mehr am Platz, da wo du bist, einatmen über die Nase, Ujjayi, Bauchnabel nach innen, Achseln hoch. Linkes Bein darfst du heben und auch hier such dir aus, ob du eventuell schon dieses Becken einmal weit öffnen magst, wie so eine Tür, musst du aber noch nicht. Und dann machst du einen riesen Schritt nach vorne. Und wenn dein Fuß nicht direkt zwischen deinen Händen ankommt, dann kannst du den Fuß, sagen wir mal, der kommt nur hier an und da sind deine Hände, ja, da fehlt jetzt noch so ein Stück, dann schnapp dir einfach diesen Fuß und setz ihn weiter nach vorne ab, okay? Easy. Rechtes Knie runter, hands up. Anjaneya Asana, low lunge. Tief ins Becken sinken. Ausatmen, halber Spagat, half Hanuman Asana. Linkes Bein ist ganz gestreckt. Ihr könnt gerne auch den linken Fuß flexen, wenn ihr möchtet. Im Yoga arbeiten wir meistens mit geflexten Füßen. Komm nochmal in dein Low Lunge. Tief ins Becken, Hände hoch, Brust raus. Und nochmal umgekehrter Sprinter mit deiner Ausatmung. Linkes Bein ganz lang. Letztes Mal einatmen, Hände nach oben. Sehr schön. Ausatmen, umgekehrter Sprinter. Das kennst du jetzt schon. Ist nur mal so ein bisschen Warm-up, so ein bisschen Vorgeplänkel. Ich habe immer ganz gerne ein langes Warm-up. Sehr, sehr schön. Gut. Komm hier nach vorne. Steig nach hinten, rückwärts, Down Dog. Wir gehen jetzt einmal in die Planke, das Brett. Knie, Brust, Kinn. Einatmen, Cobra. Ausatmen, herabschauender Hund. Dann lauft mit euren Füßen, jeweils mit der Ferse zuerst aufsetzen, nach vorne. So Holzbeinschritte. Schaut mal, dass ihr den Stand ungefähr eine Faust weit habt. Knie beugen, greift deine Ellenbogen, häng dich aus. Soweit, so gut, ihr Lieben. Lass uns anfangen. Löse deine Ellenbogen, roll dich nach oben, Wirbel für Wirbel, easy. Bring die Hände vor dein Herz. Samastiti, Namaste. Eine kurze Zwischenatmung. Einatmen, Arme nach oben, Mountain Pose, der Berg. Und ausatmen, sink nach unten, Uttanasana. Einatmen, komm in einen geraden Rücken, Druck auf deine Fersen, spreiz die Sitzbeinhöcker. Mach zwei Schritte nach hinten in den Down Dog. Wir nehmen ein volles Vinyasa, komm nach vorne ins Brett. Und hier gerne noch einmal Knie, Brust, Kinn. Du kannst auch schon Chaturanga machen, wenn du so weit bist. Ellenbogen eng, einatmen, Füße Point, Cobra. Ausatmen, herabschauender Hund.
Atem fließen lassen, einfach nur sein. Und es geht nicht darum, dass ihr mit euren Fersen den Boden berührt. Habe ich übrigens auch nicht, das nur mal so nebenbei bemerkt, sondern dass ihr den Schwerpunkt nach hinten verlagert. Ob die Fersen tief sind, ist erstmal zweitrangig. Heb dein rechtes Bein einatmen und komm nach vorne zwischen deine Hände in den geraden Rücken. Uttanasana ausatmen, tiefe Vorbeuge. Einatmen, Mountain, steh auf. Hände vor dem Herzen, Samastiti, Namaste. Mountain, einatmen, streck die Arme. Das ist ein ganz normaler Surya Namaskar, Sonnengruß, gerader Rücken. Ja, spreiz die Sitzbeinhöcker. Step, step, fang auch mal mit dem anderen Bein an zuerst. Down Dog. Unser erster Liegestütz, komm nach vorne, Planke. Komm tief, 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 tief. Einatmen, Cobra oder heraufschauender Hund, du entscheidest. Ausatmen, Down Dog. Wir bleiben wieder hier für einen kurzen Moment. Lassen den Atem fließen. Linkes Bein heben, einatmen. Komm nach vorne an den Anfang deiner Matte zwischen die Hände. Atme aus, geh ganz tief. Super. Einatmen, streck dich. Bring die Hände vor dein Herz. Namaste. So, wir werden ein bisschen kreativer, ein bisschen flowiger. Komm nach oben in deinen Mountain. Komm nach unten in die Vorbeuge. Der Anfang bleibt gleich, gerader Rücken einatmen und dann nach hinten herabschauender Hund ausatmen. Heb dein rechtes Bein, atme ein. Ein großer Schritt nach vorne ausatmen. So, komm in deinen großen Krieger, ja, dieser lange Krieger 1. Sehr schön. Und dann umarm dich vor deinem rechten Schienbein. Geh einfach mal tief. Sehr gut. Super. Von hier, was wir machen ist, mit dem rechten Arm steigst du nach oben und nach hinten. Du gehst in einen Reverse Twist Warrior. Ja, kleine Challenge. Reverse und Twist. Und ausatmen, herabschauender Hund. Wir machen direkt mal die andere Seite. Linkes Bein darfst du heben, einatmen. Und dann machst du großen Schritt zwischen die Hände. Komm in dein Krieger 1. Streck die Arme weit über den Kopf. Und dann umarmst du dich vor deinem linken Schienbein. Sehr gut. Jetzt möchtest du aufsteigen. Und weil das ein bisschen wackelig ist, brauchst du eine stabile Körpermitte. Konzentrier dich. Linker Arm steigt nach oben und zurück. Reverse Twist. Sehr gut. Und Down Dog. Komm nach vorne ins Brett. Spül einmal durch. Nimm ein Vinyasa, Chaturanga oder Knie, Brust, Kinn. Cobra oder heraufschauender Hund. Und ausatmen, herabschauender Hund. Nochmal rechts heben, einatmen. Schritt nach vorne, Lunge. High Lunge, einatmen, steh auf. Komm tief, halt dich vor dem Schienbein fest. Rechter Arm steigt hoch und zurück, Reverse Twist. Sehr schön. Und geh jetzt einmal tief in die Pyramid Pose. Genau. Einatmen, gerader Rücken. Ausatmen, herabschauender Hund. Linkes Bein heben, einatmen. Schritt nach vorne, aus. High Lunge, einatmen. Halt dich fest vor deinem Schienbein, umarmst du dich links. Steh auf und zurück, Reverse und Twist. Wackel, 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 I know.
Jetzt Pyramid Pose, da kannst du dich so ein bisschen erholen. Puh, Gott sei Dank. Sehr schön. Komm in einen geraden Rücken. Ganz klassischer Sprinter. Heb dein Herz, heb die Brust ein Stück weit. Und ausatmen, Down Dog, herabschauender Hund. Super schön. Kommt nach vorne in ein halbes Vinyasa über das Brett. Knie, Brust, Kinn oder Liegestütz. Einatmen, heb deinen Oberkörper, Cobra oder Up Dog. Und ausatmen, Down Dog. Sehr schön. Rechtes Bein heben, einatmen. Schritt nach vorne, ausatmen, Lunge. Komm hoch, High Lunge. Und umarm dich nochmal. Sehr gut. Rechter Arm steigt hoch. Pyramid Pose, ausatmen. Streck das vordere Bein ganz aus. Sehr gut. Ja, ich weiß, das zieht jetzt so ein bisschen. Ja, es ist die Dehnung. Komm in einen geraden Rücken von hier. Einatmen, klassischer Sprinter. Ausatmen, herabschauender Hund bitte. Ganz genau, super. Linkes Bein heben, einatmen. Schritt nach vorne, Lunge. High Lunge, atme ein. Halt dich vor dem Schienbein fest, atme aus. Steig nach oben und zurück, Reverse Twist. Pyramid Pose. Beide Beine strecken und stopp. Bleib einen Moment hier. Komm in einen Sprinter, geraden Rücken einatmen, ganz klassischer Sprinter. Ausatmen, steig rückwärts, herabschauender Hund. Wir nehmen ein halbes Vinyasa. Bleib im Fluss. Und wann immer du merkst, du musst Pause machen, dann natürlich machst du bitte Pause. Ja? Kein Problem. Super. So, jetzt nochmal rechtes Bein heben, einatmen. Und nochmal großen Schritt nach vorne, ausatmen. Sehr schön. Komm einmal mehr in deinen High Lunge und einmal mehr in diese umarmte Sprinter-Geschichte. Super. Spul rückwärts, Twister, da ist auch so ein bisschen Gleichgewicht dabei. Sehr gut. Und in deine Pyramide, beide Beine strecken. Super schön. Perfekt. Von hier setz dein linkes Knie ab, mach einen geraden Rücken. Ja, und richte dich auf in diesen Low Lunge. Das ist das, was wir ganz am Anfang gemacht haben. Jetzt nimmst du den rechten Arm unter den linken, kommst in Adlerarme und gehst in deinen halben Hanuman mit den Adlerarm on top. Sehr gut. Ha, setz dich richtig rein hier in diesen halben Spagat. Und wir gehen jetzt gleich raus. Dafür setzt du die linke Hand unten auf und dein rechter Arm fädelt sich raus. Du bist jetzt Sprinter Twist. Sehr gut. Perfekt. Halt dich fest vor deinem Schienbein. Heb das hintere Bein. Reverse und Twist. Bring dich wieder nach Hause. Einatmen. Down Dog. Ausatmen. Super. Linkes Bein darfst du heben. Einatmen. Schritt nach vorne. Lunge. So. Setz dein rechtes Knie ab. Geh in den Low Lunge. Das, was wir ganz am Anfang hatten. Und jetzt linken Arm unter den rechten Adlerarme, ja, Garuda-Arme. Du kannst auch so eine kleine Rückbeuge machen. Komm in deinen halben Spagat mit den Adlerarmen. Ganz tief, ganz tief. Und wenn das jetzt wackelt und so ein bisschen kippelig ist, ist das völlig in Ordnung. Dein Gleichgewichtssinn arbeitet. Setz die rechte Hand auf, kraul dich mit dem linken Arm nach oben, heb das hintere Knie sehr gerne, Sprinter Twist
Und jetzt umarmst du dein Schienbein vor dir, so wie wir es geübt haben. Reverse und Twist. Linker Arm steigt hoch, rechts geht mit. Sehr gut. Und Down Dog ausatmen. Dann fließ nach vorne in die Welle das Brett. Chaturanga aus. Einatmen, deine Cobra. Ausatmen, Child's Pose. Spürt kurz nach. Pause. Lasst mal alles sacken, was wir hier miteinander verbunden haben. Kommt in einen Vierfüßler. Und wenn du soweit bist, Down Dog. Du bringst nochmal einmal zusammen. Rechtes Bein heben, einatmen. Sehr schön. Schritt nach vorne. Linkes Knie absetzen. Du kommst hier nach oben. Anjaneya Asana. Rechts unten, links oben drüber. Garuda Arme. Komm in dein Hanuman, halber Spagat, sehr gut. Ja, wir machen es ganz, ganz langsam, dass wir wirklich auch tief hier in die Bewegung hineinschmelzen können. Setz den linken Arm ab, zieh den rechten Arm raus, heb das hintere Knie, sehr gut. Und jetzt umarmst du dich und hältst dich fest. Steig hoch, rückwärts, Twist, rückwärts, rückwärts, rückwärts. Ja, aufpassen. Und jetzt nochmal hier in unsere Pyramid Pose zum Sacken lassen. Super schön. Rechtes Bein darfst du heben, einatmen. Und absetzen, ausatmen. Spürt mal kurz nach, 5 Atemzüge. Einatmen, ausatmen. Und einatmen, ausatmen, ganz ruhig und gleichmäßig, lange Atemzüge, Fokus gerne auf die Ausatmung, es muss gar nicht lautes Atmen sein, sondern einfach bewusstes Atmen, es hat nichts mit Lautstärke zu tun. Letztes Mal am Platz, atme ein und atmet aus. Hebt euer linkes Bein. Kommt noch einmal nach vorne, setzt das rechte Knie ab. Mini-Krieger, Anjaneya Asana. Tief ins Becken sinken. Super. Links unten, rechts oben drüber kreuzen. Adlerarme, leichte Rückbeuge. Und ausatmen, gehst du tief nach vorne und bleibst hier für einen Moment. Super. Genau das. Setz die rechte Hand ab und fädel den linken Arm raus. Heb das rechte Knie, dass du eine ganz große Bewegungsamplitude hast und einen tiefen Twist. Und dann bringst du beide Hände ineinander, umarmst dich hier in diesem Lunge. Dein linker Arm steigt nach oben und rückwärts hoch. Reverse Twist, Reverse Twist. Und Pyramid Pose erdet dich hier wieder. Super. Zieh dein linkes Bein nach oben in den dreibeinigen Hund. Und dann lässt du dieses Bein sinken in den vierbeinigen Hund. Down Dog. Komm nach vorne in die Welle, das Brett. Geh tief in dein halbes Vinyasa. Und wir treffen uns im herabschauenden Hund. Wenn du Pause brauchst, wir haben das besprochen, darfst du gerne Pause machen. Einfach mal so für 2-3 Atemzüge im Hund oder auf den Knien, je nachdem. Dann lauft nach vorne an den Anfang eurer Matte, da waren wir richtig, richtig lange nicht mehr. Hängt euch nochmal aus, schwenkt von Seite zu Seite, wenn ihr möchtet. Das ist eine meiner persönlichen Lieblingsasanas, diese tiefe Vorbeuge.
Ich finde sie super, super wichtig. Und dann steig mit deinem linken Bein nach hinten. Du gehst hier in einen Sprinter. Lauf mit dem rechten Fuß ein Stückchen nach rechts. Sehr gut. Setz die linke Hand unter dir auf. Kipp mit dem hinteren Fuß zur Seite. Beide Fußspitzen zeigen jetzt nach rechts. Sehr gut. Schnapp dir den großen Zeh und komm in deine Vashisthasana-Variante, wenn du möchtest. Eine Armbalance. Wenn das zu viel ist, kannst du auch in die klassische Version gehen. Ganz klassische seitliche Planke, Vashisthasana. Okay. So, dann rechts den Fuß wieder nach vorne. Ja, sehr gut. Links dazu, gerader Rücken einatmen. Mit der Ausatmung rechts nach hinten. Lauf mit dem linken Fuß ein Stück zur Seite. Kipp auf die Fußaußenkante hinten. Ganz viel Kraft in der rechten Hand. Schnapp dir links den großen Zeh. Komm in deine Vashisthasana-Variation. Und wenn das zu viel ist, was ich jetzt mache mit dem gebundenen großen Zeh, wie gesagt, ihr könnt gerne auch die klassische, traditionelle Variante machen. Seitliche Planke. Füße sind dann übereinander gestapelt. Sehr schön. Links geht wieder nach vorne, da wo wir hergekommen sind. Rechts dazu. Einatmen, gerader Rücken. Ausatmen, Uttanasana, tiefe Vorbeuge. Komm nach oben, steh auf. Bring die Hände vor dein Herz, Samastiti. Super. Mountain, einatmen. Für die Schultern. Falte die Hände hinter dir, streck die Arme lang über den Kopf. Lass die Knie leicht gebeugt. Sehr schön. Komm in deinen geraden Rücken, löse deine Hände und nimm ein komplettes Vinyasa über den Hund ins Brett. Knie, Brust, Kinn oder Liegestütz. Einatmen, Ellenbogen eng, Cobra oder heraufschauender Hund. Und ausatmen, herabschauender Hund. Rechtes Bein heben, einatmen. Für die Taube, rechts nach vorne. Sehr schön. Findet hier euren Winkel. Lasst euch da gerne auch ein bisschen Zeit. Und kommt tief. Wir machen die schlafende Version. Wir waren jetzt viel auf den Beinen. Die Beine haben schon sehr gut gearbeitet. Jetzt dehnen wir das Ganze mal so ein bisschen aus. Du kannst hier super gerne, viele von euch kennen das auch bereits, beide Knie gerade statisch zueinander hinziehen. Und dann locker lassen. Nimm den Druck raus. Mach das gerne noch einmal. Zieh die Knie statisch zueinander. Ja, push and pull. Die Knie diagonal zueinander. Dabei steigt dein Becken. Halte das einen Moment und dann locker lassen. Du sinkst noch tiefer jetzt. Super. Wer möchte, ihr könnt gerne hinten das Bein beugen und mit der rechten Hand greifen. Daumen nach oben. Druck und Gegendruck. Dann geht ihr hier nochmal schön in einen Twist. Und in eine Rückbeuge, ganz ähnlich dem, was wir in unserem Reverse and Twist Warrior heute schon gemacht haben. Sehr schön. Dann darfst du das lösen und bring dein linkes, dein hinteres Bein nach vorne. Jetzt twisten wir genau andersrum. Deine rechte Hand greift vorne den Fuß. Wenn du nicht drankommst, du brauchst einen Gürtel, ein Handtuch, einen Schal und den hinteren Arm
kraulst du rückwärts. Jetzt muss ich mit meinem Mikro so ein bisschen aufpassen. Gedrehtes Janu Shirshasana. Baut hier ein bisschen Spannung auf. Dein Rücken ist ganz gerade. Und ich gebe euch einen Moment hier in der Haltung. Auch für diejenigen, die jetzt vielleicht gerade sich erst noch kurz organisieren mussten mit einem Hilfsmittel, kann ja gut sein, sodass jeder von uns Minimum, wirklich Minimum 5 Atemzüge hier in der Position hat. Dreimal mehr einatmen, ausatmen 3, einatmen, ausatmen 2. Letztes Mal einatmen, ausatmen. Super. Komm in dein Janu Shirshasana. Und wenn du gerade, kann ja sein, dass du derzeit so einen kleinen Fetisch entwickelt hast zum Thema Dehnen und Beweglichkeit und Flexibilität, dann, so wie ich, schnapp dir einen Block und leg den Block unter dein linkes langes Bein, unter die Ferse. Du wirst die Dehnung jetzt vertiefen. Mit der Höhe vertiefst du die Dehnung. Ja, das ist jetzt eher so ein kleiner Gimmick für alle Fortgeschritteneren, für alle, die wirklich schon sehr beweglich sind und einfach nochmal neue Gefilde ausprobieren möchten. Super. Kommt langsam raus. Löst den Block. Nicht vergessen, der Block kommt jetzt wieder weg. Und Stargazer. Einmal Rückwärtsbeuge. Einatmen, heb dein Gesäß. Und mit der Ausatmung kommst du wieder über vorne. Kreuz die Beine, zieh die Knie ganz nah ran, wie so ein Päckchen. Und dann Druck auf die Hände. Komm nach hinten. Herabschauender Hund. Wir nehmen ein Vinyasa. Wenn du keine Lust hast, kannst du das Vinyasa auch weglassen an der Stelle. Linkes Bein hebst du. Wir gehen in die Taube nach unten. Die schlafende Taube. Findet euren persönlichen Winkel und legt euch dann ab. Dann spiel ruhig nochmal unser Spiel hier mit dem Druck und Gegendruck. Knie statisch zueinander ziehen, postisometrisch. Ziehen, 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 ziehen und locker lassen. Gerne nochmal wiederholen. Die Knie statisch, diagonal zueinander, zueinander, zueinander. Wir halten das ungefähr 10, 20 Sekunden. Pi mal Daumen und dann Luft ablassen und locker lassen. Wer mehr möchte? Hebt das hintere Bein und greift mit dem gegenüberliegenden Arm, mit dem linken Arm. Daumen zeigt nach oben. Und du gehst hier in einen Twist und da ist so eine leichte Rückbeuge drin. Sehr schön, löst das. Kipp auf die Seite, hol dir dein hinteres Bein lang nach vorne. Du brauchst jetzt eventuell wieder dein Gurt, dein Schal, dein Strap. Sehr schön.
Und dann gehen wir hier in den Twist nochmal zur anderen Seite. Einige waren ja gerade schon in der Taube getwistet, aber vielleicht nicht alle. Ich biete immer verschiedene Optionen, Ideen, Vorschläge und du nimmst dir, was du brauchst. Janusha Shasana A, mit oder ohne Block. Und das ist eine ganz typische Asana, in der man merkt, dass beide Körperhälften komplett unterschiedlich drauf sind. Ja, ich sag jetzt mal, in einem Krieger 1 oder Krieger 2 merkst du das wahrscheinlich nicht so. Aber in einer solchen Haltung wie dieser hier jetzt, merkt man es meistens extrem. Noch ein paar letzte Atemzüge. Kommt langsam aus der Dehnung. Nicht vergessen, löst den Block, wenn ihr mit Block gearbeitet habt. Der Stargazer, der Sterngucker. Guck nach oben zur Decke in die Sterne. Zieh dich lang, 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 lang. Wunderbar. Komm zurück zur Mitte, zieh beide Knie ran, kreuz die Füße, wie als wenn du so ein kleines Päckchen machst. Und dann nehmen wir ein letztes Vinyasa für heute. Vor unserer Schlusssequenz darfst du gerne hier nochmal einmal alles durchspülen. Uah. Superschön. Down Dog, herabschauender Hund. Zum Verabschieden, ein letzter Hund. Walk it, if you like. Ja, geht nochmal Gassi, lauft auf der Stelle, wenn ihr möchtet. Kippt euer Becken rechts, links, wenn ihr möchtet. Sehr schön. Und dann kommt ihr auf beide Knie, kreuzt die Füße hinter euch und setzt euch hinter eure Füße, kommt zum Sitzen. Stell dein rechtes Knie auf, linkes Bein bleibt lang. Du kannst das rechte, den rechten Fuß gerne über das linke Bein einmal oben drüber nehmen und dann gehen wir in den Drehsitz. Sehr schön. Rechtes Bein lang, linkes Bein beugen und oben drüber. Drehsitz zur anderen Seite. Achtet darauf, dass euer Rücken möglichst gerade bleibt. Schaut, dass ihr den Kopf nicht überdreht. Ihr müsst das Kinn nicht ganz durchziehen bis zur linken Schulter, sondern es reicht theoretisch, wenn ihr das Kinn auf Höhe vom Brustbein habt. Oder so ein kleines bisschen drüber hinaus, sagen wir mal so. Sehr schön. Komm zurück zur Mitte. Stell beide Füße vor dir auf, nicht zu nah am Popo, wenn es geht. Und dann machst du, was wir im Yoga eigentlich nie machen wollen, ausnahmsweise einen runden Rücken. Mach mal einen ganz runden Rücken und dann machst du einen ganz geraden Rücken. Es ist Katze-Kuh im Sitzen. Runder Rücken, Katzenbuckel, Blick zum Bauchnabel
Und ganz geraden Rücken, Brust raus. Yes. Noch einmal. Runden Rücken. Und ganz gerader Rücken. Jetzt gehst du in deinen runden Rücken, aber wir gehen jetzt weiter. Du rollst dich Wirbel für Wirbel für Wirbel für Wirbel langsam nach hinten ab. Du versuchst, deine Füße nicht vom Boden zu lösen. Wenn es doch passiert, macht nichts. Ist kein Weltuntergang. Bleib dran, immer mal wieder aufs Neue probieren und versuchen, nicht aufgeben. Sehr, sehr schön. So, und dann ziehst du jetzt noch einmal das, was wir gerade im Sitzen gemacht haben, so ähnlich. Zieh dein rechtes Knie ran. Genau. So, und jetzt heb dein linkes Bein. Heb den Oberkörper, bring die Hände hinter deinen Kopf, gefaltet. Und als wenn du Drehsitz machst im Liegen, bring jetzt deinen Oberkörper nach rechts. Im Idealfall berührt dein Ellenbogen dein Knie. Halte hier. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Nur statisch halten. Keine Bewegung oder irgendwie sowas. 3, 2, 1 und switch. Yes. Einmal hier die seitliche Bauchmuskeln. Wir haben nicht viel Bauch heute gemacht. Deshalb jetzt nochmal intensiv, geh richtig rein in diesen Twist. Ja, bring deinen Ellenbogen und dein Knie zusammen. 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. Sehr, sehr schön. Good. Wir machen es noch einmal. Come on, richte dich nochmal auf. Jawohl. Nimm's mit, wenn wir schon mal hier sind. Der Twist als Bauchübung. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und switchen. Richtig schön hoch mit dem Oberkörper. Jawohl. Ah, es wird warm jetzt, ne? Ich weiß. 5, 4, 3, 2, 1 und release. Oh, jetzt aber, jetzt haben wir es geschafft. Stell die Füße vor dir auf. Scheibenwischer. Einmal die Knie rechts und links. Druck rausnehmen. Alleine jetzt schon den Kopf abzulegen, ist schon siebter Himmel. Gerade nach so einer Bauchübung. Sehr schön. So, dann könnt ihr euren individuellen Abschied hier finden. Und Abschluss. Oder wenn du mit mir bleibst, streck beide Beine nach oben. Viparita Karani, der halbe Schulterstand heute. Hände kannst du locker auf die Oberschenkelvorderseite legen. Nur das, ganz simpel. Ganz simpel. Spür dein Becken, deinen unteren Rücken satt am Boden. Schließ die Augen. Fahrt jetzt bewusst runter. Das heißt nicht umsonst cool down, weil wir jetzt wirklich bewusst hier runterfahren, quasi den Stecker ziehen. Sehr schön. Für diejenigen von euch, die mit Block arbeiten, wir können heute gerne Shavasana in einer Rückbeuge machen, liegen auf dem Block. Wenn du schon öfters bei mir mitgemacht hast, du kennst die Haltung, weil ich mache sie sehr, sehr, sehr gerne. Und es ist super schön, vor allem wenn wir viele Rotationen gemacht haben und das haben wir heute ja. Von daher legt euch hier gerne jetzt mit eurem Becken auf den Block. Wenn du keinen Block hast, machst du klassische Shavasana. Leg alle Viere von dir, schließ die Augen, legt euch gerne auch was über die Augen, wenn ihr möchtet. Atmet hier nochmal einmal tief ein, aus und dann fahrt wirklich hier komplett runter. Gönnt euch diesen Moment der Stille. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Yoga-Praxis. Die Endentspannung.
Shavasana. Ganz, ganz langsam wieder wach werden, vertieft eure Atmung, lasst die Augen gerne noch geschlossen. So, wenn du auf diesem Block liegst, so wie ich, beginn damit, dass du deine Knie nacheinander, one at a time, über dein Becken zur Brust ziehst und dann kippt dein Becken hinter den Block. Das passiert ganz automatisch, du musst es nicht forcieren. Spür einen Moment nach, in einem ganz runden Rücken als Gegenbewegung. Wenn du nicht auf dem Block warst, dann wie immer Standard, fang an, dich ein bisschen zu bewegen, streck dich lang, mach komische Geräusche, räkel dich, flätz dich. Und dann rollen wir uns alle, egal wo wir jetzt sind, auf eine Seite, kuscheln uns ein und kommen dann über die Seite rückenschonend nach oben zum Sitzen. Wunderbar, da sind wir wieder. Bring deine Hände vor dein Herz und schenk dir selber ein Lächeln. Bedank dich bei dir selber, dass du heute dir die Zeit genommen hast, mitzumachen. Ich bedanke mich auch ganz, ganz herzlich bei euch. Schön, dass ihr dabei wart. Namaste.